So, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play der Herr der Ringe. Wir haben im letzten Part. Was bewegen die sich eigentlich hier ewig? Saruman verloren. Den müssen wir natürlich erstmal wiederbeleben, weil uns einfach sonst die Kampfkraft fehlt. Und ich würde sagen, diesmal gehen wir zuerst zu den. Ach, kommen wir überhaupt hin zu den Elben? Ich hoffe, dass wir hier hoch irgendwie zu den Elben kommen. Weil die Ents sind ja doch noch ein wenig stark gewesen, wie wir. Wie ich feststellen musste. Aber erstmal brauchen wir noch ein paar Rohstoffe. Sonst können wir uns die ganzen Truppen, die wir brauchen, leider nicht finanzieren. Zumal wir nur noch insgesamt 5 Bataillone haben. Was natürlich arg wenig ist. Und Holz, also die Menge an Holz, die wir hier oben noch roten können, scheint abzunehmen. Und was können wir denn hier uns holen? Ich würde sagen, die Verwüstung. Dann lassen wir sie mal aufladen und holen uns dann schöne, viele Rohstoffe. Also noch Rohstoffe, ja. Jetzt fangen wir erstmal an hier, ihn wieder zu beleben. Und das hier sind Armbrustschützen, also nehmen wir normale. Und ihr könnt nochmal hier ein schönes Upgrade. So, wie sieht das jetzt hier unten aus? Die arbeiten alle. Bei... Ja, 3 Sägewerke sind ein Bonus. Langsam Hunger! Nicht zurück! Aufwachen! Wir greifen an! Aufwachen! Ach, das sind schon. Ah. Nicht zurückfallen! Wir greifen an! Mit denen erkunde ich nochmal ganz kurz nach hier unten in der Hoffnung, dass da noch was ist. So, und die haben jetzt alle Feuerpfeile. Hier überall nochmal schnell was entwickeln. Macht eure Waffen bereit! Oh! Vorwärts! Praktisch. Die Uruks und ihre Armbrüste sind bereit. Uruks! Weiter! Weiter! Schneller! Er greift an! Sie greifen uns an! Wir greifen an! Bald! Die Uruks und ihre Armbrüste Wir greifen sind bereit! Bald! Ich krieg langsam Hunger! Weiter! Mehr weiter! Wie kann ich sonst nicht so viel anfangen? Brauche ich ein paar mehr Leute. Deswegen ziehe ich die einfach nochmal zurück. Aufwachen! Schneller! Macht euch kampfbereit! Ihr was? Nach mehr Aufwachen! Können wir... nö. Aufwachen! Macht eure Waffen bereit! Weiter! 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 So, schnell, bevor wir das Gebäude hier verlieren. Weiter! Die verstecken sich ganz da unten. Bewegung! Nicht zurückfallen! Unterschätzt niemals Vorwärts. Die Macht Saruman! Ich krieg langsam Hunger! Frischfleisch! Dann machen wir es doch mal, dann. Wir greifen an! Spawnen die nämlich auch nah. Hält sie! Es lebe die Weiße Hand! Und da die nur aufs Gebäude schießen, ist das natürlich jetzt sehr einfach, die anzugreifen. Mit relativ wenig Vernünften und um ganz genau zu sein, null Verluste. Bewegung! Vorwärts! Bewegung! Nicht zurückfallen! Nicht zurückfallen! Vorwärts! Bewegung! Na so, Saruman ist wieder da. Der Sieg ist nah. Uruks! Bewegung! Ich glaube, wenn da wieder so ein Posten hier ist, dann kommen da wahrscheinlich gleich auch wieder Elben um die Ecke. Weiter! Weiter! Vorwärts! Ja, oder auch nicht. Ich krieg langsam Hunger! Zum Glück.
Dann ist das hier leichte Rohstofferbeutung. Schneller! Die uns natürlich nicht schaden wird. So, aber zunächst. Macht euch kampfbereit! Hier. Formieren! Diese Armee ist schon groß genug! Macht euch kampfbereit! Die können wir nicht befehligen! Ja, ehrlich. Macht eure Waffen bereit! Macht eure Waffen bereit! So, dann teste ich mal die Rotung. Falsche Taste. So. Ihr kommt erstmal bitte nach hier zurück und euch rüsten wir mal alle auf. Macht eure Waffen bereit! Wir greifen zuerst die Ents an. Wir greifen an! Aufwachen, euch kampfbereit! Es lebe die weiße Hand! So. Niemand macht eure Waffen bereit! Es lebe macht die Waffen bereit! Viel zu tun. Es lebe die Waffen bereit! Macht eure Waffen bereit! Uruks! Zerschmettern sie, ist gekommen! So, jetzt zieh ich doch erst nochmal alle hier zu den Ents, weil mehr Truppen können wir eh nicht bauen. Kommt zu mir, meine Diener! Und da sie jetzt alle Brandpfeile haben, Saruman wieder lebt. Und wenn ich jetzt mich nicht ganz so doof anstelle, sollte das dann auch eigentlich funktionieren. Obwohl, den gucke ich nochmal ganz schnell, ob es hier oben noch was gibt. Wo ich eventuell leveln kann. Ja, oder sowas, das ist natürlich auch sehr praktisch. Wir werden angegriffen! Weil zerschmettert sie! Nicht immer angegriffen wird. Aber wie gesagt, zum Leveln. Zerschmettert sie! So. Leichte Beute, diese kleinen Elben. Bataillone sind das nochmal. Niemand kann uns trotzen. Holzfäller nehmen wir natürlich wieder. Weiter, weiter. Und den dürft ihr auch eigentlich von oben kommen. Und ich warte dann, bis das Licht darauf wird, weil dann haben die, glaube ich, jetzt derzeit so einen Bonus. Schneller. Sonst. Bewegung. Nicht zurückfallen. Was gibt's denn hier an Zielen? Zerstöre das Inting. Hetze zwei Horn-Uro-Krieger aufeinander. Ja. Nicht zurückfallen! Gut, den Fluss können sie nicht lang, da lang auch nicht. Weiter, weiter! Weiter, weiter! Ein End. Läuft jetzt einfach durch, aber der müsste eh gleich tot sein. Ja. Und die spawnen nach. Das ist das Praktische an denen. Wenn die Level 2 sind. Und mit denen könnte ich direkt da unten rein. Ich krieg langsam Hunger. Waffen bereit. Schneller. Niemand kann uns trotzen. Beeilt euch. Wir greifen an. Bald. Macht euch kampfbereit. So, wenn... Eine neue Macht erhebt sich. Folgt mir! Sie werden fallen. So, dann haben wir da erstmal einen Feuerball drauf, auf den. Wir haben viel zu tun. Wir greifen an. Folgt mir! Bald. Zermalmt sie! Uruks! Uruks! Hält ihn! Das wird dich nicht retten. Niemand widersetzt sich dem Willen Sarumans. Verschont niemanden. Eine neue Macht erhebt sich. Macht eure Waffen bereit!
Ach, da wird ja nicht auf Saruman geachtet. Ach, jetzt haben wir genug Geld. Rennt doch da nicht immer alle so nah rein. Macht eure Waffen bereit! Nicht zurückfallen! Macht euch kampfbereit! Macht eure Waffen bereit! Schneller! Nicht zurückfallen! Weiter! Weiter! So, der ist dann verbrannt. Vielleicht kriegen wir den auch noch durch. Durch ein kleines Feuerchen tot. Fleisch wollen Ding. Na, der ist tot. So. Ich glaube, das bringt so mehr, wenn wir immer angreifen und zurückziehen. Dass er brennt. Beziehungsweise. Nö. Wir greifen an. Bald. Macht euch kampfbereit. Macht eure Waffen bereit. Saruman lässt sich nicht absetzen. Wir haben viel zu tun. Dann komm mal wieder her hier. Uruk, macht eure Waffen bereit. Uruk. Aufwachen. Fällt sie. Aufwachen. Uruk. Nicht zurückfallen! Befähigung! Macht eure Waffen bereit! Befähigung! Macht eure Waffen bereit! Attacke! Aufwachen, Uruks! Kämpfen wir! Das macht ja nichts aus, dass da jetzt so ein paar noch gestorben sind. Zermalmt sie! Dadurch, dass die ja nachkommen. Fühle meine Macht. Aufwachen. Obwohl, ich glaube, ein Bataillon ist noch gestorben. Schluss mit dem Gequatsche. Ist dir was? Aufwachen. Uruks, aufwachen. Wir greifen an. So, ich hätte gern noch ein paar. Aufwachen. Macht euch kampfbereit! Wir greifen an! Macht euch kampfbereit! Aufwachen! Das wird dich nicht retten, Weiße Hand! Du bist schwach! Vergießt ihr Blut! Es lebe die Weiße Hand! Ja, es lebe die Weiße Hand, Uruks, es lebe die Weiße Hand! Bald, bald, bald! Macht euch kampfbereit! Langsam Hunger! Wir greifen an! Die kämpfen alle schön da oben. Wir greifen an. Bald. Ich krieg langsam Hunger. Und dann gehe ich mit euch schon mal nicht zurückfallen. In Richtung der Elben. Uruks. Schneller! Macht euch kampfbereit! Wer reißt es ein? So, ihr seid jetzt alles mal. Hallo? Die 1, genau, perfekt. Du wagst es! Lass keinen am Leben! Dann seid ihr nämlich die 3, das geht dann schneller. Sonst komme ich da mal mit den Tasten nicht hin und her. Sie greifen uns an! Schneller! Greifen an! Kämpfen wir! Aufwachen! Wenn die uns da oben angreifen, dann müssen sie halt mit den Folgen rechnen, ne? Oh, der hat doch schon ein bisschen mehr hier oben. Fällt sie! Erschlagt sie alle!
Da ziehe ich doch nochmal schnell zurück. Wo auch immer da die ganzen Truppen auf einmal herkommen. Von denen. Bewegung. Ich lock hier meine Basis. Vorwärts. Ab in die Base. Ich krieg langsam Hunger. Vielleicht klappt das ja. In den Schatten. Ich brauche ich gleich. Macht eure Waffen bereit. Obwohl ich hätte da kämpfen sollen, solange ich den Zauber noch habe. Gut. Hinterher bin ich schlauer. Wir erstmal alle auf G. Das Doofe ist, dass die sich in dem geringen Level noch nicht heilen können. Dass die erst sterben müssen, bevor sie nachspawnen. Aber dadurch, dass halt auch so gering im Level sind, ist es scheißegal, dass die sterben, da wir ja genug Rohstoffe haben, um neue zu bauen. Und da kommen ja auch schon die nächsten nach. Die werden natürlich auch gleich erstmal hier voll entwickeln. Ach, komm doch mal her hier. Niemand kann uns trotzen. Keine Gnade. Aufwachen! Ich lebe die weiße Hand. Ja, der Sieg ist nah. Uruks! Nicht zurückfallen! Wir greifen an! Bald. Nichts wird uns aufhalten. Macht eure Waffen bereit! Sklaven meines Willens. Unsere Zeit ist gekommen. Aufwachen! Uruks! Isengard wird siegen. Ach, ja, da haben sie noch ein paar Ends. Genau. Niemand kann uns trotzen. Bald. Schneller! Nicht der Sieg ist. Wenn da noch mehr Ends sind, dann. Sklaven meines Willens. Hau ich da erstmal einen Feuerball drauf. Und die lasse ich sich regenerieren. Das bringt ja sonst nichts. Wir haben viel zu tun. Macht den Weg frei! Macht euch kampfbereit! Vielleicht sind die dann ja sogar schwächer, wenn das Ding mal kaputt ist. Wäre ja zu schön. Wir greifen an! Und Feuer! Unsere Zeit ist gekommen! Schneller! Nicht zurückfallen! Weiter! Weiter! Schneller! Schneller! Ja, gut. Nicht zurückfallen! Sklaven meines Willens. Da ist ach, dann. Kommt zu mir, meine Diener. Eine neue Macht erhebt sich. Niemand widersetzt sich dem Willen Sarumans. Und dann haben wir hier gleich nochmal einen Feuerball rein. Du bist schwach. Und ziehen Saruman da schnell wieder weg. Nicht, dass der nochmal stirbt. Das wäre ja sehr peinlich. Obwohl der. End. Der ging schnell. Der letzte End war ja wohl lächerlich. Aber da hat die auch sehr viel Glück gehabt. Dass die. Also. Wir greifen an! Macht eure Waffen bereit! Aufwachen! Ja, reißt es ein! Schneller! Befehl doch! Ich krieg langsam Hunger! Ich sollte doch, nicht immer angreifen, sondern erstmal ein bisschen taktisch die Truppen hier von den Lagern und so wegziehen. Was? Ach, die kann ich ja zur Not auch verfeuern, die Viecher mal. Nicht zurückfallen! Schneller! Was ich auf jeden Fall mache, bevor ich das da zerstöre, einfach nur, weil es geht, einen Vorposten errichten.